Hallo und herzlich willkommen zu unserem Mana Flask Silvester Special mit dem guten Jens. Hallo Jens. Raidfrei Mana Flask Silvester Special muss ich sagen. Raidfrei, genau. Und mir, Carsten. Ja, wie kommt es, dass wir beide uns hier heute sehen? Wir hatten es ja eigentlich geplant, das ein bisschen später zu starten, mit besserer Hardware etc. Aber durch technischen Schwierigkeiten habt ihr jetzt den Jens und mich statt dem Sascha und dem Jens auf dem Bildschirm. Mit Video und allem drum und dran. Es flackert ein bisschen, leckt ein bisschen. Das liegt daran, dass ich gerade an einem Netbook aufnehme. Wie gesagt, wir wollten es ja eigentlich ein bisschen später. Wir wollten es ja, glaube ich, so Mitte Januar rum wollten wir da mal was machen, ne? Mhm. Aber wir können die Leute ja nicht einfach so ohne Silvester-Video ins neue Jahr schicken. Genau, besser so, besser das als gar nichts, würde ich sagen. Und da haben wir uns gedacht, machen wir uns nochmal einen Schlagabtausch und beschauen wir uns nochmal das letzte Jahr sozusagen. Genau. Was alles passiert ist, ja einiges passiert. Das ist wahr. Wir hatten das auf Pandaria, wir hatten ganz viele Videos, wir hatten ganz viele Raids, es gab ganz viele Spiele, die es zu spielen gab. Ganz viel Drama. Ganz viel Drama. Drama, baby. Und es gab Weihnachten. Fangen wir doch mit Weihnachten an. Was gab's denn bei dir? Ich habe mir Apple TV gewünscht, also damit ich meine iTunes-Filme auf dem Fernsehen so weiter gucken kann. Das habe ich auch bekommen, glücklicherweise. Das ist ganz witzig. Und ansonsten, ja, so die übliche Gutscheine und sowas alles halt, ne? Ja. Das sah bei mir ähnlich aus. Ich habe auch einen Amazon-Gutschein gekriegt. Ich habe den Dark Knight Rises als DVD gekriegt. Ich habe Wolkenatlas als Buch gekriegt. Oh, und? Schon angefangen zu lesen? Ja, sehr, sehr cool geschrieben. Ist zwar auf Deutsch, also nicht unbedingt meine erste Wahl, aber trotzdem in diesem Ton gehalten. Also fängt ja an, in dieser altenglischen Phase, dann halt auch ganz, ganz viel mit C statt K geschrieben und hast ist ziemlich cool. Okay, cool. Hört sich J an. Ja, ich habe, wie gesagt, wenn man halt so langsam älter wird, dann hört es halt auf mit den Geschenken, die man dann halt bekommt, sondern dann verlagert sich das halt alles so bei den, wie soll ich sagen, Patenkind und Kindern von Cousinen und bla bla bla. Also das verschiebt sich ja dann nach der Zeit alles, dass sie dann halt die coolen Geschenke kriegt, wo man selbst sagt, oh ja, hätte ich mich auch noch mal gefreut. Ja, ein schönes Lego-Teil oder so. Genau, ja. Gut, arbeiten wir uns doch mal weiter rückwärts. Wir hatten dann eure Videos zu Silvester, nicht zu Silvester, zu Weihnachten. Zu den Advents, zu den Wenden, Adventstagen. Adventstagen. In Partnerschaft mit Clans.de. Ja, richtig. Wir haben ja ein paar Challenges gemacht und haben, was haben wir gemacht? Wir haben halt die Community auch mal zu einer Challenge herausgefordert, und zwar diese Zimt-S-Challenge, wo echt mehr mitgemacht haben als erwartet. Dass es doch noch so viele bekloppte Leute gibt und was haben wir sonst noch? Ja, wir haben halt Morgenkopf Wettessen Revenge gemacht, wo ich eigentlich gewonnen habe, meines Erachtens, weil Smash hat ja gescheatet. Ja. Wobei ja. diese Bukake-Aktion schon sehr gut war. Ja, wir haben ziemlich viele geile Preise rausgehauen. Und ja, an und für sich haben wir der Community einiges zurückgegeben, denke ich mal. Wir haben ordentlich Razer Hardware von Clans.de, powered by Clans.de rausgehauen. Wir haben lustige Spiele gespielt, ja. Wir haben hier dieses, was mir noch sehr, dieses Kropp Happy Wheels. So ein Scheiß da, ne? Das bleibt mir immer noch in Erinnerung. Dieses Krüppelspiel, das war echt sehr witzig. Das haben wir eigentlich so alles gespielt. Was war noch? Was war da noch? Dann war eigentlich schon Progress und Mist of Pandaria Release, oder? Genau. Ja, das war ja eigentlich schon davor, aber Progress, Mr. Pandaria Method, yay, 25er, endlich haben sie den Thron erringen können, ja, wurde ja mal Hell, It Was About Time. Wobei ich ja großer Ringnaros-Fan bin, ist bitte? Ein wirklich sehr netter Kollege. Bitte? Wobei ich selbst persönlich großer Ringnaros-Fan bin. Ja, kenne ich nicht. Das ist der Main-Tank und Raid-Leiter von Blood Legion. Ach so,
Ja, kenne ich trotzdem nicht. USA gilt. Nein, Spaß beiseite. Ja, Paragon halt Zehner, ne, gebrockt, wer hätte damit rechnen ohne, können? Ohne Gleichen. Ja, die waren ja, also, ich weiß gar nicht, waren die wieder einen Tag immer vor allen anderen fertig mit ihrem Progress, ne? Also, teilweise, ja. Medici hat ja auch selbst gesagt, war jetzt nicht so schwer, wenn man einmal die Taktik raus hat. Ja, dann wurde selbst, wir wurden von dem erhöhten Schwierigkeitsgrad, was Casual-Niveau angeht, überrascht, dass einfach die Fähigkeit, bei manchen Spielern zu spielen, durch Drachenseele sehr gelitten hat. So, ich sage es jetzt mal positiv. ja, das war jetzt das Positivste, wie ich das formulieren kann. Oder LFR? Ja, LFR ist ja auch noch teilweise. Wenn man sich Garalon anschaut, oh Gott! Dass man da, wenn ich das schon gelitten habe, ne? Ihr müsst auf die Beine gehen, ich stehe voll in der Mitte in den Kreis. Elegon ist wesentlich besser. Die ersten drei Tries grundsätzlich fallen alle runter. Ja, erstmal 15 Leute weg. Hui. Nee, aber ich finde, das ist beim ersten Mal auch passiert. Ja, ich muss mir ehrlich sagen, dass die Qualität der Spieler echt gelitten hat aufgrund von Drachenseele. Ja, beziehungsweise, okay, Firelands ging ja noch, aber allgemein war das doch schon. Ja, Pain in the Ass, was man da erlebt hat. Da, ich habe ja hier, warte, ich zeig es kurz. Ich habe ja von dem guten Lick zu Weihnachten folgendes Geschenk bekommen. Ich muss es kurz holen. Ja. Was er da jetzt wohl holt? Ich glaube, die Karte, die er schon mal auf Facebook gepostet hat. So. Und zwar. Also die ersten drei Raids habe ich sehr geraged, ja, als es losging. Und dann meinte der gute Lick, meinte mir, ja, du musst die Ansprüche ein bisschen runterschrauben. Ja. Weil so die ganzen sagen, ah, ich habe Drachenseele HC Clear, voll HC gehabt. MP, ey. Bro. Pro, ich bin nur der Pro, Bro. Und dann Stone Guards stehen hier erstmal 14 Jahre in der Void drin und so Geschichten, ja. Und da habe ich dann das hier geschenkt bekommen. Die Anti-Stress-Keule. Halt das nochmal ein Stück länger an die Kamera, bisschen fokussieren. Ja, okay. Zum Aufblasen und Abreagieren. Ja, genau. Die Anti-Stress-Keule, damit ich quasi in den zukünftigen Raids mich selbst abreagieren kann. Weil ich habe teilweise meine Faust blutig gebissen. Deine Kamera ist jetzt irgendwie ein bisschen unscharf geworden. Hast du die vielleicht ein Stück nach hinten geschoben oder so? Nein. Auf jeden Fall. Ich kann mal den Outfocus ausmachen. Oh, Mensch. Ja, auf jeden Fall. Willst du jetzt nochmal Progress hin oder so mal direkt nochmal auf LFR zurückkommen, damit ich ein bisschen noch ragen kann? Du ragst erst noch ein bisschen über LFR und dann reden wir über das deutsche Gildendrama. Ach so, so, Kamera wieder scharf. Oh. Oh, snap, snap. Wie hübsch du wirklich bist, wenn das mal scharf ist. Jesus, it's a autofocus. Wie hübsch du wirklich bist. Also, das wusste ich ja vorher schon. Oh, ja. Ja, das LFR. Sah dann so aus, LFR, der erste Raid-Abschnitt LFR ging ja noch. Ja, das war dann Stoneguards, da wurden halt die Hühnchen zusammengezogen, NP, ja, Feng, K-Tanks, wir wussten sowieso nicht, wie das mit dem Shield und mit dem Spells hier ging, auch NP wohl alles weggehalten, ne? Garajal war Enotank in Spank, also erste Teil LFR, NP. Dann Zweiteil LFR, Spirit Kings. Nichts wird gekickt, logisch. Ne? Diese Void Zones von den Totenköpfen, die hinterm herfliegen, werden einfach mitten bei den Tanks abgelegt. Alles NP. Und dann kam Elegon. Ne? Ja. Erzähl ruhig mal weiter. Dann kam Elegon. Du fängst halt an, erstmal. Wir versuchen einfach mal die erste Phase und ich war der Einzige, der da am auf diese komischen Bummel da am draufkloppen war. Und ich denke mir so, die müssten doch eigentlich jetzt auch da draufkloppen. Dann, ne, erstmal hab ich gesagt, alles klar, ne, weg, Plattform. Dann erstmal siehst du den Raid, 25 Leute, und werden davon erstmal 10 Stück tot. 10 Stück vor allem rum. Hast du aber Glück gehabt. geht noch, ne? Als ich das erste Mal drin war, wo ich auch runtergefallen bin, hat einer überlebt. Okay. Einer.
Ja, dann einer, ein ja. Ein krasser Pro-Gamer, der Drachenseele hat sie nicht cleared. Der hatte den Boss sogar, ja doch, das war aus der Gilde, mit der ich früher wenig rumhänge, mit dem bin ich LFR gegangen. Der wusste das, der meinte auch hier, du musst gleich aus der Mitte raus. Ich so, hä, was, warum? Zack, weg war die Plattform. GG. Mit Vorwarnung runter, ja. 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 Ja, okay, dann kann man ja noch nicht allen übel nehmen, ja, dass man das nicht kennt. Aber dann bei dem 6., 7., 8., ich war immer wieder dasselbe Ort, das war schon echt. Und dann kamen nochmal die nächsten Pain in the Ass, ja, die Kugeln. Encounter. Ja, nee, und keiner geht auf die Kugeln. Die Kugeln sterben nicht, bevor die Phase durch ist. Genau. Einfach, okay, das ist ja, mittlerweile geht das ja auch. Da ist ja mittlerweile, ja, haben wir so viel LFR-Gear und Vierer-Set-Bonus. Ich habe den übrigens immer noch nicht, aber wenn ich dann irgendwelche Leute sehe, ja, die mit dem Vierer-Set-Bonus rumlaufen, wo ich mir denke, ah, Schmerz. Warum? Fick dich in deinem Bruder. Ja, das ist nicht unbedingt, aber dann denke ich mir echt so, oh. Ritz. Ja, dann sehe ich dann irgendwie. Ach, egal, auf jeden Fall, das ist schon manchmal, könnt ihr das auch alle nachvollziehen, ja, kennt ihr das auch? Ihr steht da, macht DPS, macht irgendwie keine Ahnung, bei zum Beispiel Emperor, ja? Ihr dodgt die Scheiße wie verrückt, weißt du, versucht Platz 1 im DPS zu machen, ne? Und die Tanks verrecken sowieso fast immer, weil sie nicht dancen können bei dem Dings, wie heißt nochmal, bla bla bla, Devastating Strike, ich weiß gar nicht, wie das nochmal heißt. Ich dodge da alles, weißt du, ich streng mich volle Kanne an, ja. Ja. Denk mir so, ja Mann, dann gucke ich mir halt die anderen DDs an, denk mir so, what the fuck, 4er Set Bonus, full epic, ey, 15.000 DPS. Und. Sup, Bro? Ja, dann denkt man sich, könnt ihr das nachvollziehen? Also ich denke mir manchmal, sitzt dann hier, warum strenge ich mich eigentlich an? Wieso? Damit du die kack-random Noobs da durchcarryen kannst. Ja, ich alleine, genau. Ja, ja. Nee, aber das ist ja nicht so. Ich verausgabe. Jens, wenn nicht du, wer dann? Nee, ernsthaft, weißt du, man strengt sich immer, viele können das ja nachziehen, die Leute strengen, ich hab eine eigene, eine goldene Regel, ich streng mich immer ein Try an, danach nicht mehr, danach hänge ich halt nur so. Wenn der erste Try scheiße ist, dann denke ich mir, okay, dann nicht, ja, dann lass ich mich kämpfen. Schuld, ja. / follow tank, auf geht's. Ja, wenn ihr seht, der Crack ist im Raid, müsst ihr halt mal ein bisschen Gas geben, ansonsten carryt ihr euch nicht. Nee, Spaß beiseite. Aber das ist echt. Ja, und dann der nächste Teil. Dann kam Heart of 4. Erster Boss, MP, LFR. Zweiter Boss. Oh, diese Unseen Strike, ne? Du hast Unseen Strike, wir müssen dann zusammenlaufen. Denk dran, Unseen Strike, ungesehener Stoß, heißt das, glaube ich, Schlag, zusammenlaufen. Ja? Du siehst dann nach 25 Leuten um den Boss herum. Einer hat Unseen Strike. Oh. Was ist da los? Warum bin ich jetzt tot? Was ist da los? Der nächste. Ja, du musst zusammenlaufen. Ach so, ja, okay, Battle Rats auf den Typen. Ne? So, zack, der Typ kommt jetzt so. Nehmen wir Kampf. Anziehen, Strike, der nächste. Ja, deine Fingerscheiße ist so gut. Gibt der wieder, weißt du? Und denkst dir nur so, ja. Ja, und dann vorgestern im LFR erlebt, nee, Quatsch, gar nicht, letzten Mittwoch im LFR erlebt, das war auch geil, zwei Tanks, 4er-Set-Bonus, das sind meine Lieblinge, LFR 4er-Set-Bonus, kämpfen, und ich sehe nur wie, also man kann, im LFR kann man mit 4er-Set-Bonus, kann man so drei bis vier von diesen Assault Strikes, ich weiß nicht, wie die heißen, ich entschuldige mich jetzt dafür für mein nicht vorhandenes Tankwissen bei diesem Boss, konnten halt diesen Debuff da stacken, ja, also meistens im NHC und im HC nimmst du zweimal und danach spottest du halt den Boss ab und ich sehe nur bei dem einen Tank, denke mir so, drei Stacks, ob der das jetzt aushält, oh, hat er mit 2% überlebt, ne, nächster Vierer Stack, ja, kriegt dann Pain Sub, ne, Fünfer Stack, ich schreibe mir so, ich wette, der Tank stirbt gleich. Tot, ne? Warum krieg ich kein Heal, was ist hier los, Stress Raid?
Und ich denke nur, ich schreibe das noch im Raid quasi. Du hast gesehen, Achtung, abspotten, sonst stirbt gleich der Tank. Immer noch nichts passiert, der Tank stirbt gleich. Okay, der Tank ist tot. Niemand stirbt, danach schreibt er, oh, was ist das für ein Scheiß? Ich komm nicht mehr, war vorbei. Ja, und so ging das dann halt die ganzen Late-Encounter so. Dann Garalon, LFR, jedes Mal dieselbe Scheiße. Keiner geht auf die Beine. Wenn die auf die Beine gehen, stehen nicht in den kleinen Kreisen drin. In den großen Kreisen laufen grundsätzlich irgendwelche Schurken mit Killing Spree. Ja, und dann hüpft der den Garalon die ganze Zeit hoch. Das ist total geil. Die Schurken dann, weißt du? Oh lol, Bindspawn, Killing Spree. Garalon, okay. Okay, bouncen. Ah, Leute, ey. Ja, das ist Garalon. Schrecklich. Und dann zum Schluss legst du den grundsätzlich irgendwie nur mit 10 Leuten. Das sind die einzigen, die 10 Leute, die das raffen, die dann einfach kiten ohne Ende. Ja. Dann noch die Pheromone. Ich hab jetzt einen Debuff, ich laufe damit in den ganzen Raid ran. Und verteile den dann alle. Ja, dann der nächste Boss. Was kommt dann? Ach ja, hier, oh Gott. Jetzt werden alle wieder sagen, ach ja, stimmt, ach ja, das ist mal total lustig. Du hast ja bei dem nächsten Boss, bei dem Windlord-Typen, ne, wer ist das, Windlord? Ne, Quatsch. Sollte der Bladelord sein, oder? Ne, Bladelord ist der zweite. Ist er dann der ist es der Windlord. Dann ist der Windlord Meljahak. Genau, der hat hier Ads. Ja, so, diese Ads kann man CC'en, aber nicht, ich sage jetzt für alle, auch wenn ihr es nicht wisst, kein Schieb, keine Eisfalle, Froggen, nein, da stehen Speere rum. Die müsst ihr nehmen, damit könnt ihr die CC'en. Weil der Windlord hat eine Fähigkeit, womit er die Gegner wieder aus den CC's heraus und aus diesen Sperren. Und jedes Mal, der Raidleiter, der vielleicht sogar echt was drauf hat in dem LFR, fängt an, Targets zu CC'en, zu markern, und dann siehst du, Schieb Eisblock, Schieb Eisfalle, und dann schreiben alle, nein, du musst die Sperre hin. Welche Sperre? Da hinten stehen Sperre. Wo sind die Sperre hin? Ich glaube, der Schurke hat einen Sperr genommen. Warum hat der Schurke denn einen Sperr? Weißt du, die hat sich Warum hat der Schurke denn einen Sperr? What the fuck? Ja, ihr werdet das alle wahrscheinlich auch kennen, dass es jedes Mal. Und dann, entweder hast du einen guten Tank, am besten Blood Decay oder Monk, der sich dann einfach denkt, LFR, what the fuck, pullt einfach eher zusammen und macht dann 800.000 DPS. Ja? Entweder hast du so einen Tank oder du stirbst die ganze Zeit. Also es gibt eigentlich nur die zwei Optionen. Ja, dann Ember Shaper ist eigentlich im LFR nur rumzergen. Leute, ich bin hier in so einer komischen Form drin, ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Drück einfach eine Taste. Tot. Also immer die Eins auf dem Boss, immer die Eins auf dem Boss. Die Eins auf dem Boss, genau, und dann stirbst du irgendwann. Hey, was ist da los? Ach, schade. Warum hat er mich nicht gehört? Der kickt den Heiler. Oh, das ist diese Ember Explosion, warum mache ich das an alle im Raid? Ich weiß. Ja, dann die Chefin da zum Schluss, die Tante. Ja, das ist halt im LFR jetzt auch nicht so spektakulär, ja. Es gibt halt irgendwie nur so ein paar Pain-Bosse. Es gibt mal eine Blade mit Unseen Strike, dann Garalon, unfassbar, und der Windlord mit den Ads, ja, das ist halt mal wieder witzig. Im nächsten Mal, die Leute, die jetzt hier das Video schauen oder sich anhören, wie auch immer, wenn ihr das nächste Mal vor einem Boss steht und ihr seht eine Eisfalle fliegen, dann müsst ihr wetten lachen. Dann denkt euch, ja, letztens noch gehört, ja. Hat er erzählt, der Jens, ja? Gute Kerak. Hat er gewarnt. Ja, was gibt's noch? Ja, dann eine Terrasse LFR ist eigentlich auch echt semi-spektakulär. Das Einzige, was halt ein bisschen nervig ist, ist zu long. Zu long ist. Kannst du LFR Elite-Gear kriegen? Gibt's das? Das ging, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Es gibt ja normal Elite-Gear, es gibt heroische Elite-Gear. Funktioniert das auch im Normal Mode? Wo du im LFR Elite Gear bekommen hast. Da haben wir, glaube ich, sogar noch geschrieben, ja. Ausführlich uns so unterhalten und Armories gesucht, ja. Genau, Facebook. Leute, warum hat der 512er Gear? Was ist da los? Ja, genau. Kriegst du 512er Gear? Oh, nice! Ja. Genau. Das war das, wo wir nicht genau drüber schreiben dürfen, weil das mit dem Bonusroll war. Ach, deswegen hatten wir da nicht drüber geschrieben. Ach ja, stimmt. Weil das ja, wir als Fanseite dürfen ja keine Anleitung zum Exploiten geben. Und Wenn wir geschrieben hätten, hey, passt auf, wenn ihr den Bonusroll beim Protectors benutzt, dann bekommt ihr Heroic Elite Loot, das wäre, glaube ich, nicht so gut angekommen bei den Jungs und Freien. Ja, jetzt hört es so. Die Leute von Blizzard hören sich das eh nicht an.
Ist ja, ja gefixt, glaube ja ich. Hoffe ich. Hopefully. Ja, zu Long LFR ist halt auch einfach teilweise Pain, ja. Es ist einfach, die Ads, weißt du, ich versuche schon so viele Ads wie möglich zu töten, da kommen immer so 5000 Ads gefühlte, weil die in die Down gehen, auf zu Long zu in der Heal, in der Sun-Phase und denkst einfach nur, warum stehen die anderen da rum, weißt du? Du hast ja manchmal das Gefühl, die DDs stehen an zu Long und fragen sich, hey, warum ist der jetzt grün? Ich kann da gar nicht mehr draufklappen. Und meine Taste funktioniert gar nicht mehr. Naja. Ansonsten ist LFR eigentlich ganz entspannt. Char ist entspannt im LFR. Der Lichi ist Leichi. Wasser. Leichi. So, keine Ahnung, aber der ist ultra nervig. Leute, ich versteck mich mal für eine Stunde. Ist auch so. Und dann laufen alle irgendwie vorbei und diese komische Wassersäule, wo du dann weißt, dass er da ist, dann siehst du nur zwei Leute drauf, die da drauf rumkloppen, weißt du? Und der Rest läuft so rum, oh, ich weiß nicht, wo er ist, der Encounter ist verschwunden. Ja. Das ist meine LFR-Erfahrung. Eigentlich echt, jeden Mittwoch denke ich mir. Du gehst noch jeden Mittwoch LFR? Ja, nicht mehr. Seitdem ich meine Siegel nach 18 Wochen endlich mal zusammenbekommen habe durch LFR, leider, gehe ich da eigentlich nicht mehr rein. Nur noch für Punkte, weil man muss ja hier für das, also für Valor Points, aber meistens nur die ersten zwei Teile, beziehungsweise den ersten Teil von, na, wie heißt es? Mogu Shun Walls war es eigentlich mittlerweile recht fix geht. Und ja, ansonsten meinen Twinks halt. Ja. Ja. Also du spielst jetzt wieder ein bisschen mehr WoW. Momentan eigentlich nicht so wirklich, nur für Raid. Momentan, also um jetzt das Thema kurz zu wechseln, spiele ich ein bisschen Planetside, was wirklich sehr lustig ist, so für zwischendurch, aber ich habe leider momentan nicht so viel Zeit zu zacken, deswegen. Ja, ich habe gehört, du musst da sehr viel Supportarbeit auf der Arbeit leisten. Ja, yay. Ach, top. Und dann gab es ja, also sagen wir mal, die deutsche Gildenlandschaft. Die ist ja ausgedünnt. Die ist sehr übersichtlich geworden. Mhm. Ja, war höchst amüsant, so als Außenstehender sich das Ganze anzuschauen. Und ich fand das einfach so geil. Ich hab es ja nicht angeschaut, aber oder gehört. Ich fand ja noch die Unterhaltung bei, na, wie heißt der noch gleich? Vanyan? Du meinst bei Vanyan im Raid Talk? Genau, ja, keine Ahnung. Ich habe halt nur gehört von dem guten. Ja, wieder alle noch so rum, sich gegenseitig rumgeflamed haben und dann bla und ja, und dann kommt ein großes Comeback und hier und ja. Erste Gilde weg, zweite Gilde weg, lol, wir fusionieren einfach mit anderen Gilden, damit wir gut wo sind. Wo es noch hieß, Bildzeitung Mana Flask und ja, hier, ich weiß gar nicht, wovon die da reden hier und natürlich so. Natürlich wissen die das nicht. Und dann zwei Tage später sind sie alle geschlossen bei YME. Zwei Tage später bricht bei mir zusammen. Das war echt. Ich saß hier so und habe mir ich habe einfach nur gelacht. Also das war halt witzig. Ich hatte mich noch mit Kimo unterhalten da. Also er war einfach zu gestresst von dem ganzen Scheiß. Er wollte eigentlich nur ganz normal raiden, ja, und ohne die ganze Herde da zu hüten. Die den Kindergarten dazu hüten. Drama Queens zu hüten, meinst du? Genau. Also so wie ich das mittlerweile, so die ganzen guten Raider. Wir kriegen es mit, ja, in Anführungsstrichen. Ja, die guten deutschen Raider. Das ist ja echt total schlimm, was ich halt so mitbekomme, ja. Boah, das ist ein so alter Schnitt zwischen. Also ich will jetzt nichts Negatives sagen, ich sag's trotzdem, ja. Altersschnitt zwischen 16 und 26. Ja. Und die verhalten sich wie 12. mein Patenkind, wo ich vorhin auf dem Geburtstag war. Meine Mutter und ich, wir haben ihm so einen Ballon geschenkt, wo dann unten so ein Umschlag drin war mit Geld für die Eltern, damit die halt da irgendwelche Spielsachen kaufen können. Ne? Du hast den Ballon gehabt, da hat er gegrinst, wenn du den Ballon weggenommen hast. Hat er geweint. Ja. Das ging die ganze Zeit so hin und zurück, weißt du, so, oh. Und genau so kann man eigentlich die Raid-Landschaft. Und Volkerak stand da und dann. Genau, ich war immer so,
Ballon happy, Ballon wegweinen. Nein, Arschloch. Unfassbar. Das ist ja, ja die einzige, was ich jetzt mitbekommen habe, also auch weil ich mit dem Easy eigentlich sehr gut klarkomme, also genuin sind sich ja bis jetzt noch toi toi toi, ja, ich drücke da meine beiden vorhandenen Daumen, treu geblieben und haben ja auch einen. Die haben nichts abgekriegt vom Kuchen. Ne? Trotzdem. Kimo ist da hingegangen, aber das war's sonst auch. Ja, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Na, die haben halt einen sehr, sehr kleinen Red Card. Ich glaube, die haben genau Ecke auf Kante haben die geradet. Die 25 Mann im Kader mit 25 Mann geradet, glaube ich. Ja, aber hat ja funktioniert. Ich glaube, man sollte sich teilweise irgendwie treu bleiben und versuchen einfach nicht zu viel so. Ich stelle mir halt vor, wenn da wieder irgendwelche anderen Leute und dann wieder Drama und oh Gott, und dann, nee. Ja gut, der Weg, den Puls und bei mir gegangen sind mit 50 plus Leuten im 25er Raid-Kader. Und dann stell dir mal vor, 50 Leute und von diesen 50 Leuten. Die wollen auch Leute, alle mal raiden, ja, die wollen auch alle mal Probes raiden. Ja, vor allem die 55 Leuten halten sich 50 Leute für die geilsten. Gott! Ich will da nicht im Teamspeak sein, ne, wer da abgeht. Ist ja ultra schlimm bestimmt. Okay, ich will jetzt nicht negativ über alle Spieler sprechen, weil ich vielleicht auch ein paar davon kenne. Sagen wir mal, von den 50 halten sich 45 für die geilsten. Aber trotzdem, man, diese 45 sind dann wie so Hühnerhaufen. Oh, ich bin noch viel geiler, ich habe 2 DPS mehr gemacht im letzten Bossfight und mein Theorycraft sieht geiler aus. Ja, aber dafür stehst du die ganze Zeit im Feuer, ey. Ich stehe gar nicht im Feuer, ey. Meine Voice Zones sind nie unter mir. Meine Voice Zones, ey. Ja, aber ist doch so. Ich weiß, wir werden ganz viele Dislikes kriegen, aber trotzdem ist es doch so. Es ist doch, jetzt Hand aufs Herz, ja, was das für Wahre ist. Das ist... Tja, und weißt du, Sirius hatte sich auch gelöst. Wir hatten letztens schon einen Heroic-Schwert bekommen. Warum kriege ich jetzt kein Heroic-Schwert? Ich mache mehr DPS ohne Heroic als er. Wenn ich Heroic habe, dann mache ich doppelt so viel. Hä, was? Ja, so geht das da ab. Das ist so. Als wenn die sich da auf Loot einen schubbern. Das geht gar nicht, ey. Das geht nicht. Scheiße. Mit Hausaufgaben, mein Gott. Ah, fuck, Alter. Ernsthaft. Weniger auf Items schubbern, Leute, mehr Hausaufgaben machen. So. Was ich sagen wollte, weißt du, Sirius hat sich ja auch noch aufgelöst gehabt. Ja, war auch war ein bisschen traurige Sache. Da waren echt einige Spieler, auch nette Spieler, mit denen ich gut klargekommen bin, wo ich halt kurz da gewesen bin. Das sind echt, also, ja, waren echt nette Spieler, ja, aber das war halt zu viel. Ich denke, da hat das teilweise das Durchsetzungsvermögen gefehlt und zu viel so, weil wieder dieses Drama war halt da dauerhaft allgegenwärtig, man hat's gemerkt. Ja, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht durchgehalten hätten, wenn sie nicht den Zorlock übersprungen hätten. Und dann direkt, fünf sie Minuten nachdem sie Zorlock übersprungen haben, wurde er ja genervt, ungefähr gefühlte 5 Minuten. Ja. Und sie waren ja wirklich sehr, sehr weit vorne mit dabei. Ja, ja, aber das ist wieder so eine Sache. Waren vorne mit hätten die nicht übersprungen, wären die vielleicht bei der nächsten, weil da waren einfach zu viele unterschiedliche, also zu viele unterschiedliche Charaktere, die zu viel wussten, was sie tun. Also das heißt, und einer weiß es dann immer besser als der andere. Kettenreaktion. Und dann natürlich dann, ich hab dir ja gesagt, wir sollen ihn nicht überspringen, aber hätten wir nicht übersprungen, oh doch, wir hätten ihn nicht überspringen sollen, weißt du? Und dann ich glaube, es wäre auf jeden Fall besser gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätten. Also, konnte man natürlich nicht wissen. Kann man nicht wissen, ist halt dann auch teilweise, ja. Ja, um die tut's mir leid, um vor der Affenjungs nicht ganz so. Ja, bei Sirius tut's mir auch um ein paar Spieler natürlich leid, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe. Die anderen habe ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht verfolgt. Also es ist mir auch egal. Es gibt halt ein paar Leute, die ich halt kenne, so aus Paragon, wo ich halt sage, yay, ja, gut gemacht, ne? Aus Method, yay, gut gemacht, Genuine, yay, gut gemacht, weißt du, Riss, yay, gut gemacht. Die anderen sind mir dann eigentlich ehrlich gesagt Die anderen gleich Why Me und Pulse.
Nein, anderen allgemeinem, also so, ist jetzt nicht böse gemeint, aber so Blood Legion und Wodka und selbst wenn die gut sind, die interessieren mich halt jetzt nicht, weil man hat dann eher den Bezug zu den Leuten, wo man weiß, dass da auch Leute spielen, mit denen man, die man auch im Skype hat, mit denen man ab und zu mal quatscht über random Sachen, ne? Ist ja logisch, ne? Warum soll ich jetzt, gibt halt dann, man ist halt dann teilweise sympathisant und freut sich dann mit den Leuten, aber, wer ist dann da eigentlich auch nicht? Also ich bin jetzt nie so einer, der sagt, oh mein Gott, Paragon hat jetzt Welfare's geholt. Ja, das ist mir dann sage ich, ja gut gemacht, aber so Progress habe ich jetzt nicht wirklich so dramatisch interessiert. Das Einzige, was so lustig war, war halt die vorhersehenden Fähigkeiten, dass ein paar Gilden doch zerbrochen sind. Das war das Einzige, was interessant gewesen ist. Ich hatte halt wirklich nicht damit gerechnet, dass bei mir zerbricht. Wobei, die spielen jetzt 10er, glaube ich. Keine Ahnung. Ich glaube, die spielen 10er. Verfolgt das gar nicht. Ist mir auch jetzt nicht so wichtig. Ja? Gibt spannendere Themen, finde ich. So Wirtschafts- zum Beispiel. Amerika als Why Me, sag ich mal. Nein, ich muss ja schon ein Auge drauf halten. Ja, klar. In meiner Funktion, bei meiner Flask. Ist natürlich immer schade, ich habe jetzt natürlich jetzt gerade meine Aussagen sehr verallgemeinert, es gibt natürlich immer sehr viele Leute, die mich investieren. Zurücknehmen gilt nicht. Bitte? Zurücknehmen gilt nicht. Ich nehme es nicht zurück, um Gottes Willen. Ich wollte nur sagen, es gibt natürlich immer Leute, wo man dann halt Mitleid hat, die dann halt in so Gilden lange gewesen sind oder die mit aufgebaut haben, da viel Zeit reingesteckt haben. Ich weiß selbst, wie das ist. Und dann, und solche Leute tun mir das immer leid, wenn man dann denkt, aber wir waren doch, warum? Waren auf der ersten Seite WoW Progress und jetzt? Ne? Naja, da spiele ich jetzt die kleinste Welt. Nichts hält für die EMA. Ja. Ja, dann war da der Lounge, ne? Da hattest du gestreamt. Das war, also das Level mit Hans. In Mob war echt sau nervig. Und Blackrock. Warteschlange ultra nervig. Also. Dazu, die Geschichte muss ich erzählen, weil das fand ich so ultra nerdig, da bin ich gar nicht drauf klargekommen. Von dir und Hans. Jetzt. Der Jens, der Hans, das ist der Lick. Und meine Wenigkeit, wir waren essen am Dienstag. Also quasi am ersten Tag des Releases. Wir haben uns alle getroffen, sind schön essen gegangen. Und das erste, was die beiden machten, war Hans iPad auf den Tisch zu stellen. Mein iPad, muss ich kurz sagen. Ja, oder Jens iPad mit dieser schönen Lederklappe so aufrichtig, so alles schön. Und sich dann ungefähr gefühlt alle 30 Sekunden abwechselnd einzuloggen, um einen Schritt vorwärts zu gehen. Damit sie nicht ausgelockt werden. Das Geilste war vom Link, der Kommentar. Ich glaube, ich bin gerade an die Klippe runtergefallen. Ja! In der Tat. Also ich muss euch, für die Leute, die detaillierte Informationen haben wollten, wir haben uns per TeamViewer auf beiden PCs installiert und haben uns per TeamViewer auf die PCs mit dem iPad eingeloggt und dann haben die halt die W-Taste so lange gedrückt, bis wir gesehen haben, dass sich das Bild verändert hat. Ja, und dann nimmt man nicht aus der, weil damals war die BlackRock Queue noch 3 Stunden, 4 Stunden, ja. Und wir hatten beide Urlaub und haben gedacht, ja lol, ernsthaft, wir hatten keinen Urlaub, dann können wir nicht zocken, ja. Dann haben wir das iPad mitgenommen. Das erste, was kam, wir sind aus dem Auto ausgestiegen, haben gepackt. Meinst du, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Ja, 20 Minuten, ja okay, warte, lass mal kurz bewegen. Deswegen musste ich so lange warten. Ja, dann standen wir vor dem Vapiano, das war auch so gut. Warum hast du das iPad mit? Ja, zeigen wir dir gleich. Ich habe mir schon was bestellt, direkt zum Tisch hingelaufen. Oh, anmelden. Ich konnte zum Schluss die ID von meinem TeamViewer auswendig. Ja, das kann ich bestätigen, das ist alles wahr, was der Jens erzählt. Das war alles wahr. Das ist alles tatsächlich so passiert. Ja. Er hat bestellt und ist zum Tisch gerannt. Saß als erster am Tisch. Wird direkt bei sich eingeloggt. Naja, kann man nichts machen. Das war das Nerdigste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Nerds. Ja, das war der Launch. Leveln hat,
also die Level hat relativ Spaß gemacht, hat sich sehr lang gezogen, fast eine Woche, nee Quatsch, vier Tage. Ja. Das war schon echt lange, bis 90. Ja, dann halt immer wieder Instanzen gehen und so. Ja, hat sich jetzt auch wieder alles relativiert, halt wie man es vom WoW kennt, ja. Ja. Nichts Neues nach 8 Jahren. Ja. Also was den Start an Expansion angeht. Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Ansonsten, was war noch das Jahr? Dann hatten wir ganz, ganz lange gar nichts im Sommer. Da gab's das große Dragonsoul Race von Athene. Ja, richtig. Mit zugunsten von OP Sharecraft. Mhm. Der hat seine Million erreicht, glaube ich auch, ne? Ja, der hat die erreicht auf der... Dreamhack Summer hat er die überreicht. Dreamhack Summer hat er die erreicht. Da fehlten irgendwie noch 10.000 oder so und die hat er vor Ort noch gesammelt von den Leuten. Die haben sich selbst dazu getan, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie sowas. Jedenfalls extrem beeindruckend. Ja, definitiv. Man kann ja von ihm halten, was er will. Also wenn man ihn live trifft, auch bei Gamescom habe ich ihn jetzt mit ihm ein bisschen gequatscht, also halt sehr nett. Ja, also der spielt halt seine Rolle, Punkt. Also der spielt seine Rolle sehr gut. Ja. Der kriegt dann mit Massen an Aufmerksamkeit, gerade weil er halt sehr, ist halt ein Arbeitstier und... Ja, alle paar Videos erzählt er immer so in so einem kleinen Nebensatz, lässt er immer so ein bisschen was durchblicken, was da abgeht. Ich glaube so über die Jahre hinaus... hat er dann halt so insgesamt über hunderte Videos hinweg dann halt so durchsickern lassen, dass diese ganze Athene-Geschichte damals bewusst nur so gemacht wurde, um überhaupt Aufmerksamkeit zu erzeugen für seine Person, damit das dann damit die Aufmerksamkeit dann für die Net-Neutrality-Sache genutzt werden konnte, etc. Also der Typ, der hat einen Plan. Ja, von Anfang bis Ende durch und es ist einfach krass, was er einfach umsetzen kann. Wobei ich sagen muss, ich hatte ja seinerzeit mit Scene habe ich ja hier, wie hieß mal das Charity-Event, was wir gemacht haben vor 2 Jahren? Das war vorher Extra Life. Extra Life. Da habe ich ja mit ihm Diablo 3 gespielt, habe ich ihm, ich habe dem Essien einen Diablo 3 Beta-Zugang gegeben und deswegen hat er Diablo 3 gespielt und hat er noch zu seiner Freundin gesagt, so ein Charity-Event, wo die Leute zugucken und spenden, ist hier mal echt eine gute Idee. Ja, ich erinnere mich. Ich habe den Stream geschaut. Ich bin ein kleiner Athene-Fanboy. Ja, aber das wollte ich nur kurz erwähnen. Ja, das steckt ja da hat er auch noch auf dem Stream gesagt, ja, dass das für eine gute Idee hält und er auch vorhat, in Zukunft ein paar Charity-Sachen zu machen. Ja, hat er da auf dem Stream noch gesagt, ja. Ja, Charakter, Vorreiter. Dann Weltkraft. Diablo 3, natürlich. Bitte? Diablo 3 war halt so, ne? Hype, Spiel, lol, durch. Vorbei, ja. Ich habe ja den Inferno recht schnell durchgeklärt und danach war einfach so Neuklasse anfangen, okay, Barbar gespielt, ja und jetzt? Ja, spielst du Magier, okay und jetzt? Items alle verkauft, direkt am ersten paar Tagen von dem Real Life Money Auction House, mein Demon Hunter dann nackt war, ja, und Geld verdient damit, ein bisschen was von gekauft, und das war's dann auch schon. Ja, ich glaube, ich habe 2 Chars durchgekriegt, Monk und Demon Hunter auch. Das habe ich auch gespielt, als erstes, genau. Ja, sah bei mir genauso aus. Und ganz im Ernst, nach 6-mal durchspielen, 6 Mal ist aber. Ja, du hast halt ganz schnell die. Also, ich hatte halt auch Glück jetzt durch die Items, die gedroppt sind, durch Teilen und so weiter. Aber das war halt dann. Keine Ahnung, jetzt gibt es die Paragon-Level, neue Items und so, aber das macht mich jetzt momentan nicht so an. Keine Ahnung, das ist halt das Spielprinzip irgendwie. Vielleicht jetzt in ein paar Monaten, ne, dass ich mal wieder reinschaue, aber. Ja. Momentan eher nicht so. Ja. Ich hätte eigentlich schon mal. Also, wenn der neue Rechner dann kommt, werde ich da auf jeden Fall noch mal wieder reinschauen. Ich habe ja noch mit dem ganzen Paragon-Kram und diese Infernal Machines und den ganzen Kram werde ich mir einfach mal anschauen. Ja, da will ich dann irgendwie warten, bis ganz viel Neues drin ist und dann gucke ich mir das nochmal an. Ich weiß nicht, dann. Also, jetzt so stupide der Paragon zu leveln und so, da habe ich eigentlich gar keinen Bock, so Zeiten mit intensiv, da habe ich jetzt nicht so. Smasher spielt das noch relativ ausgiebig. Ja, der spielt das momentan relativ viel und ausgiebig. Der sucht die. Wenn Spaß macht. Ja, würde ich ja nie tun, so viel Diablo spielen.
Ja, und wo wir jetzt gerade schon diesen Rückwärtstrend haben in unserer Timeline, was war denn noch? Diablo war im Mai, ne? War im Mai, genau. Dann ist das schon fast Ostern. Ostern war unser Osterspecial. Ostern war unser Osterspecial. Sehr amüsant. Das war sehr witzig. Müssen wir mal wieder wiederholen. Ja, Ostern ist ja demnächst wieder. Ich hoffe immer, dass wir mal alle mal zusammen einen Let's Play Planet Side machen. Weil es free to play, kostet nichts. Alle zusammen auf einen Server. Auf geht's. Ich habe gelesen, es soll ziemlich leer sein. Was? Nee. Also ich habe gestern gespielt. Nee, Quatsch, am Samstagnacht habe ich gespielt mit meinem Cousin. Ich habe mir den Arsch abgelacht. Das war halt so ridiculous. Es war einfach. Du hast halt irgendwie, keine Ahnung, du hast halt eine Basis eingenommen mit 5 Leuten, ja? Nur deshalb ist so eine riesige Map, also 3 Maps gibt's und mehrere tausend Spieler sind da drauf. Ja. Dann guckst du auf die Map. Ich war halt ein Infiltrator, der kann sich halt so eine Zeit lang unsichtbar machen, nach Gegnern scannen und hat eine Sniper-Rifle und so. Und ich guck da so, hab halt die Gegend abgesichert, so, ne? Denk mir so, okay, ne? Heavy Tank incoming. 2 Heavy Tanks, what the fuck? Und da kamen irgendwie 60 Panzer an. Wir waren mit 5 Leuten da. Na! Okay, dann erstmal kam echt 60 Panzer angefahren und ich ging da so unsichtbar machen und tschüss, ich hau da mal ab. Und dann kamen Lufteinheiten, irgendwie 30 von diesen fliegenden Mopeds da an, ey. So witzig teilweise. Und dann habe ich dann Bescheid gegeben, über 50 Euro. Und dann kamen unsere Leute an, ne? Und dann kam noch die dritte Fraktion kam auch noch an. Da war ein riesiges Schlachtfeld. Das war so. Richtig wie mal so, muss ja so 3 Fraktionen, ne, die sich dann irgendwie quasi von Stellung zu Stellung so geschoben haben, so, dann haben die anderen wieder gewonnen und so. Das war richtig geil. Du hast dann richtig so teilweise richtige Frontenkriege, wo dann du hast manchmal echt so ein richtig krasses Ego-Shooter-Feeling. Du läufst dann auf so einen Hügel zu, ne? Und hörst dann dahinter am Hügel schon Explosion, ne? Du gehst dann auf den Hügel drauf, guckst dann so. Ach du Scheiße, siehst dann so 2 Fronten, die ineinander clashen, ja, und dann kriegst du einen Headshot. Weil irgendwo ein Sniper hängt. Ja, dann kannst du ja sofort wieder respawnen an den nächsten Respawn-Punkt. Also ist schon nicht schlecht gemacht. Das klingt doch nach einem relativ interessanten Community-Projekt, so wie wir es damals mit DayZ hatten. DayZ. Ja. Ich warte auf den Standalone von DayZ. Spielst du noch? Oder spielst du nicht mehr? Nein, ich warte auf das Standalone von DayZ. Okay. Das hatten wir aber auch noch im Jahr. Wo wir noch ein bisschen DayZ genadet haben. Stimmt, das war auch noch ordentlich. Das war gut. Ja. Wo wir in dem, als das erste Mal das Krankenhaus geplündert hatten. Ja, mit dem, wo die 1000 Zombies da ankamen. Wo die 1000 Zombies ankamen und wir uns so ausgefächert hatten und alle nicht mehr wiedergefunden haben. Ich laufe die ganze Zeit, du hast welche hinter dir. Ah! Wie hieß der arme Typ nochmal, den du in den Kopf geschossen hast? Ach so. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich, glaube ich, häufiger von irgendwelchen Spielern, von unseren Mana-Flass-Leuten getötet wurde. Das auch, ja. Am geilsten war immer die Situation, ne, get away, ne, und er hat die Armbrust mitgenommen. Er hat meinen Kopf schießen. Ich bin immer noch der Meinung, dass es falsch war. Ich werde das für ewig, auf Ewigkeiten vorhalten. Ja, ich bin halt ein Arschloch. Wie du den armen Noob zerstört hast. Und dann hat er die Armbrust nicht mal, er hat ein leeres Inventar. Shit happens. Man muss halt teilweise Entscheidungen treffen als, ne, und, naja. Naja. Ostern. Ja. Und dann, dann? Ja. Das war's eigentlich schon, oder? SW Thor ist gestorben. Ja, spielen ja noch so 2-3 Leute, glaube ich. Also. Scheint noch auszuhalten. Ist jetzt free to play übrigens. Ach, echt? Damit hätte ich ja echt nicht gerechnet. Auch im Moment habe ich im Januar gesagt. lohnt sich dann aber trotzdem vielleicht mal ranzugucken, weil die Story beim Hochleveln. Die war echt super. Ja, also die Story als beim Hochleveln. Singleplayer-Spiel ist es echt super gut. Nur kein Endgame-Content. Ja. Also gab's schon, aber der war halt langweilig. Ja, ist so. Ja, das war's dann auch schon. Das war's dann eigentlich auch schon.
nicht so wirklich viel passiert in einem Jahr, ne? Es kommt dann immer so viel vor. Aber das ist halt die Hälfte. Wie gesagt, wenn ihr noch tolle Erfahrungen habt, was euer Highlight 2012 ja, gewesen ist, dann würde ich sagen, schreibt es in die Comments. Gebt uns den Like-Button. Und was noch? Abonniert Facebook, Mana Flask. Und Smasher Karak. Ja, genau. Facebook sowieso. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Dann können wir euch eigentlich jetzt auch schon ein wunderschönes neues Jahr wünschen. Einen guten Rutsch vor allem. Guten Rutsch, wenn ihr euch das dann anguckt, seid ihr hoffentlich schon gerutscht und nüchtern. Und wenn nicht, ist auch okay. Jens, wollen wir anstoßen? Okay. Ich stoß mit der Evian-Flasche an. Klink. Auf euch. Du bist ein Assi, ey. Bist du ein Assi? Der Evian ist ganz stark heute. Ja, Pussy? Wir bedanken uns, wünschen euch ein erfolgreiches Jahr 2013. Wie gesagt, lasst euch nicht so viel stressen, lasst es ruhig starten und hoffen mal, dass viele tolle Spiele kommen, die uns beglücken werden. In diesem Sinne? Ja, danke für 2012. Wir hoffen, mit euch noch viel Spaß in 2013 zu haben. Ich kann nicht mehr sprechen, what the fuck. Das ist so ein Druck irgendwie hinten im Hals, ja, sag nicht. Ja. Wäre jetzt vielleicht der perfekte Moment, um erstmal eine Zimt-Challenge zu machen. Ich habe keinen Zimt mehr hier, ich habe alles aufgegessen. Warum, lecker? Das ist gar nicht so schlimm. Wie das aus Smasher herausschaut. So. Gibt es eigentlich schon einen Gewinner? Ja. Das werden wir dann wird demnächst Video, bekannt gegeben, in dem oder Video bekannt geben von Smash on Character, das wir auf jeden Fall noch aufnehmen werden. Perfekt. Ja, Jot, lieber Carsten, dann wünsche ich dir auch einen guten Rutsch und na jetzt, natürlich nochmal für alle, die jetzt zu noch dabei sind, noch einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr.